Jetzt, wir sind jetzt gerade im chinesischen Garten. Ich habe einfach mal so ein bisschen die Kamera laufen gelassen, um einfach mal für euch diesen Einblick zu genießen. Erstmal hört ihr wiederum Plätschern vom Wasser, das ist der Wasserfall da. Dann habt ihr hinter mir, muss ich euch einfach, ich muss es euch zeigen, ihr habt es ja schon gesehen, also. Ein unglaublicher Ausblick habt ihr hier auf dieses Restaurant, was wiederum mitten auf einem künstlich angelegten See entstanden ist. Allein sich schon so eine Mühe zu geben, auch überall hier Bambussträucher, alles schön angelegt, wunderschön bepflanzt. Eine Pagode gebaut, komplett aus Holz. Also ich glaube nicht, dass es irgendein anderen Kunststoff ist. Das ist pures Holz, was hier verarbeitet worden ist. Und auch allein schon die Gestaltung vom Wasser her, von der Landschaftsarchitektur und alles drumherum eine absolute Augenweide, Freunde. Das ist wirklich, wirklich ein absolutes Highlight. Wirklich, ich bin absolut sprachlos. Es ist die beste Entscheidung von mir gewesen, herzukommen. Also absolut ein absoluter Traum. Nicht nur von der Landschaftsgestaltung. Ja, ihr habt immer hier überall so kleine Seerosen, Stege über Wasser, wo ihr euch immer fortbewegen könnt. Die Baustelle hier interessiert keinen. Das habt ihr nicht gesehen, also nicht von meiner Seite aus. Das schneide ich dann raus. Und dann habt ihr hier auch wiederum viele Möglichkeiten, einfach euch hier hinzusetzen, um einfach auch das Ganze in euch aufzunehmen. Also ganz ehrlich, ein absoluter Traum. Chinesischer Garten. Und der ist viel, viel größer als die anderen Gärten. Koreanisch, balsimäisch. Ist egal, ob ich es halt ausgesprochen habe. Bin ein bisschen gerade euphorisch, muss ich ehrlich sagen. Finde ich schon echt geil hier. Hier, ja. Genau. Kommt der überall da nach oben? Ja. Kommt der ja. Hier, wenn ich hier irgendwo rein bin? Ja. Thank you.
Eingang Süd mit dem Eingang Nord. Ne, hier da oben ist Eingang Nord. Hier ist Eingang Süd. Und der am Besucherzentrum, hier sind wir vorhin reingekommen. Um 9. Der englische Garten am Anfang. Ihr könnt euch erinnern mit dem Teich, mit den Seerosen. Der orientalische, islamische Garten. Der bolinesische Garten in der Tropenhalle. Ihr könnt euch entsinnen. Koreanisch, japanisch. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, ob ich japanisch schon drin war. Wir haben leider den jüdischen Garten und den Karl-Förster-Garten übersprungen. Wir sind vom japanischen Garten zu diesem Marzahner-Ausguck mit der Brücke, mit diesen komischen Geräuschen und sind dann hier gleich zu den christlichen Gärten gelaufen. Und nach dem christlichen kamen wir zu dem großen chinesischen Garten. So, wir gehen jetzt zum Irrgarten und Labyrinth. Das kommt mir jetzt gerade vor wie Shining, der Film. Im tiefsten Schneegebirge hat man hier auch so einen Irrgarten gehabt, wo man sich, ja, so wie jetzt, sich verlaufen kann. Mal schauen, wo das alles hinführt. Ausgang. Schade, ich dachte, ich bin so groß, um rüber zu gucken. Aber dennoch bin ich es nicht. Ja, hier sind wir richtig. So, Freunde. Ich habe den Mittelpunkt des Labyrinths habe ich gefunden. Ey, ganz ehrlich, Leute, das ist schon ordentlich für so ein Labyrinth, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt den Ausguck gefunden. Ich gehe jetzt mal mit euch hoch. Alter, die Waldfee. Wow! So Leute, ich stehe hier quasi. Alter, das ist ja richtig riesig. Der ist ja richtig riesig, der Garten. Ja! So, ich wollte gerade hier das Pärchen zu mir rufen.
Leute, guckt euch das mal an. Das ist hier der Aussichtspunkt. Der oberste Aussichtspunkt von dem Irrgarten. Seht ihr das? Das ist so, das blendet mich so die Sonne gerade. Guckt euch das mal an. Krass, oder? Ich zeige euch das mal. Natura. Guckt euch das mal an. Das ist hier die Treppe. Hier der Vorplatz von dem Labyrinth. Hier sind wir gerade in der Mitte. Das ist die Treppe hier. Die geht dann hier hoch. Dann steht hier oben und hat quasi den Überblick von diesem ganzen Irrgarten.